Markus Weinzierl ist mit seinem Start als Trainer des VfB Stuttgart zufrieden. Obwohl die ersten beiden Spiele seiner Amtszeit mit 0:4 verloren gingen, gegen Borussia Dortmund und bei der TSG Hoffenheim, erkennt er eine gute Tendenz. In den ersten zwei Spielen habe ich eine positive Entwicklung gesehen. Die erste Halbzeit in Hoffenheim war die beste Halbzeit des VfB in dieser Saison. Die 4 Gegentore in der zweiten Halbzeit binnen 12 Minuten zeigen dann den Gesamtzustand der Mannschaft, der vor allem durch Erfolge gebessert wird, sagte Weinzierl der Bild. Mit der Startbilanz setze ich mich nicht auseinander. Sollte der Negativtrend anhalten, könnte Weinzierl auf die Hilfe eines Mentaltrainers zurückgreifen. Das ist ein ganz sensibles Thema. Der Kopf des Spielers ist sehr wertvoll, es kann sinnvoll sein, wenn einem ein Spezialist auf diesem Gebiet zur Seite steht, sagte Weinzierl. Aber es ist gerade während einer laufenden Saison sehr schwierig, eine Optimallösung zu finden. Wenn es nicht zu 100% passt, macht man es besser nicht. Die nächste Möglichkeit auf einen Sieg gibt es am Freitag 20:30 Uhr im Live-Ticker, wenn Stuttgart Eintracht Frankfurt empfängt. Vor der Saison war Weinzierl als Trainer des kommenden Gegners im Gespräch. Er sagte ab, spekulierte aber nicht auf einen Posten in Stuttgart, wo er bereits nach der Entlassung von Hannes Wolf gehandelt worden war. Ich habe keine Not gesehen, mich detaillierter mit dem VfB auseinanderzusetzen, erklärte Weinzierl. In der vergangenen Rückrunde lieferte Stuttgart unter Trainer Taifan Korkut gute Ergebnisse.